betrachten wir mal die Vorgehensweise der KESB und vergleichen das mal mit ganz normaler Strafverfolgungsbehörde. Es ist ja nicht so, dass die KESB Entscheidungen trifft, die keinen Einfluss auf irgendwelche Leben hat. Es sind unsere Kinder, die davon betroffen sind, es sind wir, die davon betroffen sind, es sind unsere Pflichten, für unsere Kinder da zu sein. Es ist das Recht der Kinder, mit uns Zeit zu verbringen. Das heißt also, der Einschnitt, den die KESB in ein Leben, jetzt nicht nur von Kindern, sondern eigentlich auch von Erwachsenen, denen sie als Vormund vorgesetzt werden, machen können, ist definitiv ein sehr einschneidender. Wenn man sich jetzt den einen Fall, den ich kenne, anschaut, dann besagt die KESB eindeutig, dass sie nicht gezwungen ist, wenn sie Fachpersonen hinzuziehen und mit ihnen telefonisch eine Konversation betreiben, ein wortgetreues Protokoll anfertigen. Insoweit alles in Ordnung. Das Problem ist jedoch, wenn ich einen Ladendiebstahl begehe und von der Polizei festgenommen werde oder festgesetzt werde, dann ist es so, dass meine Aussage mir vorgelegt wird, nachdem ich mit der Polizei gesprochen habe und die Polizei mich nachher unterschreiben lässt und damit bestätigen lässt, dass meine Aussage, so wie sie auf Papier steht, korrekt wiedergegeben ist. Schließlich kann ja der Protokollant gewisse Sachen, wichtige Sachen, weggelassen haben. Die KESB selber in diesem Fall besagt eindeutig, dass sie nicht verpflichtet ist, die Protokolle wortgetreu zu machen und dass sie nicht verpflichtet ist, diese von der Gegenpartei absegnen zu lassen. Die Gegenpartei hat jedoch das Recht, von sich aus anzufordern und zu unterschreiben. Das bedeutet aber, dass jede Einzelperson mit der Fachperson, mit der die KESB kommuniziert, sich dessen bewusst sein muss, dass die KESB zum Teil ihrer Kreativität freien Lauf lassen kann. Und es ist ja etwas, was man eigentlich nicht erwarten sollte. In dem vorliegenden Fall hat die KESB ein Interview geführt am Telefon mit einer Psychologin, die das Kind betreut. Und in diesem Protokoll wurden gewisse Sachen erwähnt, die den Vater haben aus allen Wolken fallen lassen. Der Vater ist dann zur Psychologin gegangen und hat sich mit ihr kurzgeschlossen, hat ihr gesagt, Moment mal, das habe ich so nie behauptet. Es ist jetzt nicht, dass es irgendwie eine Lapidarbehauptung ist, sondern im Protokoll steht eindeutig drin, mal schauen, ich habe das jetzt nicht vorliegen, mal schauen, wie weit ich das noch korrekt in Erinnerung habe, der Vater droht der Kindsmutter damit, dem Kind, sobald er 16 ist, sämtliche Psychiatrieakten über die Mutter auszuhändigen und zum Lesen zu geben. Diese Aussage, gemäß dem Vater, wurde nie gegenüber irgendeiner Behörde, gegenüber irgendeiner Person gemacht. Es ist lediglich die Aussage der Mutter, die eben solches befürchtet. Zum einen ist insofern interessant, dass hier von Drohung gesprochen wird. Eine Drohung kann ja nur dann bestehen, wenn die Mutter bisher gewisse Sachen, jetzt ist es etwas zu dunkel, gewisse Sachen falsch wiedergegeben hat. Ansonsten würde es ja alles bekannt sein und es wäre so wild hinfällig. Jetzt hat die Psychologin dem Vater auch bestätigt, dass sie diese Aussage nie getroffen hat. Nebenbei sind noch andere Aussagen, die gegenüber dieser Androhung, dieser Behauptung der Androhung,
aber wenig ins Gewicht fallen. Und im Grunde genommen, zumindest aus meiner Sicht, ist das eine üble Nachrede. Es ist eine Verleumdung im schlimmsten Fall, die, wenn man das Vorgehen der KESB betrachtet, auch noch insofern interessant ist, weil das Gremium, welches nachher über irgendwelche Maßnahmen entscheidet, ist ja nicht in der Lage nachzuvollziehen, hat das die Psychologin wirklich gesagt oder ist das von der Kollegin, von dem Kollegen lediglich hinzugedichtet worden. Das ist irgendwie ein Fall, der so ein bisschen zweifeln lässt an der Rechtsstaatlichkeit im KESB-System. Wir haben hier immer noch Leute, die behaupten, mit eigenen Aussagen Dinge beschleunigen zu wollen, die aus eigenem Ermessen eingeleitet werden sollen. In dem Fall, so wie es aussieht, eigentlich der Entzug der gemeinsamen elterlichen Sorge. Insbesondere ist das deshalb zu befürchten, dass das eine Vorbereitung ist, weil es nicht das einzige Protokoll ist, welches kreativ gegen den Vater verändert worden ist. Ein weiteres Gespräch fand statt mit der Lehrerin, oder der Klassenlehrerin, wo relativ abgeschwächt irgendwelche Aussagen zu finden sind, wie dass die Kindsmutter sich nicht in der Schule engagiert, weil der Vater sich engagiert. Gemäß Aussage der Lehrerin, die sogar eine Korrektur an die KESB geschickt hat, ist ein Großteil von dem Protokoll eigentlich nicht zutreffend. Jetzt fragt sich, hat das irgendwelche rechtsstaatlichen Konsequenzen für die KESB-Mitarbeiterin? Nein. Der Vater hat einen Antrag gestellt auf Unterzeichnung der Protokolle für die Zukunft und eine Korrektur sowohl von Seiten der Psychologin als auch von allen anderen, die befragt worden sind. Die KESB, die selber darüber, oder die Mitarbeiterin der KESB, die selber darüber entscheidet, ob sie eine Verfehlung begangen hat, hat dieses abgelehnt und hat gesagt, das ist völlig normal. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aus meiner Sicht ist es eine aktive Manipulation in einem laufenden Verfahren. Es wäre interessant, ob das irgendwie rechtlich zu belangen ist. Das Problem ist aber, dass man den Bock hier zum Gärtner gemacht hat, dass hier eigentlich die gleiche Person über ihre eigenen potenziellen Verfehlungen urteilen soll, aber eben, wie man sich das vorstellen kann, dem nicht nachgeht. Generell ist es wahrscheinlich ein Problem, dass die Väter hier auf der einen Seite gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Ein bisschen heller. Und eigentlich Sachen durchgehen lassen müssen, weil, wie man so schön sagt, beiße nie eine Hand, die dich füttert. Wir haben als nicht obhutsberechtigten Elternteil den Nachteil, dass wir abhängig sind von der KESB, von der Entscheidung der KESB. Wenn jetzt aber die KESB Fehler begeht, aus unserer Sicht, und aus meiner Sicht ist das ein grob fahrlässiger, aktiver Fehler, so können wir nicht einfach uns das immer dagegen wehren, weil wir wissen genau, wer danach der Nächste ist, der über eine zusätzliche Betreuungszeit entscheidet. Wollen wir hoffen, dass das sich irgendwie noch ins Gute ausgeht? Wir haben immer noch die Kescher, die als übergeordnete Position darüber entscheiden kann. Je nachdem wird interessant sein, ob sie was tut, was sie tut. Aber ich schätze mal aus meiner Sicht, es ist definitiv ein Punkt, der
bearbeitet werden muss und der verbessert gehört.